Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sitzen gerade im Auto, immer noch auf der Kinotour. Hinter der Kamera sitzt der Jakob. Und wir haben jetzt aber 3 Tage Zeit, um zu angeln. In der Zeit werden wir 1-2 Videos drehen. Wir haben 16,5 Grad Außentemperatur, den übelsten Föhn hier in der Stadt. Es ist richtig warm, deswegen fahren wir jetzt an den flachen Baggersee. Versuchen mit relativ einfachen Mitteln an einem komplett neuen Gewässer Karpfen zu fangen. Oder was da halt sonst so beißt. Wir fahren jetzt erstmal noch ein paar Minuten hin und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Legen dann ganz entspannt heute Abend die Routen raus, werden heute auch nichts mehr erklären, einfach Routen rauslegen und schlafen, weil die letzten Tage waren auf jeden Fall sehr anstrengend. Und morgen gehen wir dann auch ein bisschen dazu ein, wie wir vorgehen. Vielleicht fangen wir zwischendurch den einen oder anderen Fisch. Jetzt fahre ich aber erstmal ans Wasser. Ja, der ursprüngliche Plan von Jakob und mir war eigentlich 2-3 Nächte am Fluss zu angeln. Da hat uns ein bisschen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. In den letzten Wochen hat es extrem stark geregnet und da ist super starkes Hochwasser. Und jetzt haben wir gesagt, okay, bei dem warmen Wind, da gehen wir dann doch lieber mal an den Baggersee. Morgen moven wir dann wahrscheinlich weiter an den Fluss und drehen einen Rivervlog. Das gibt es dann im nächsten Video zu sehen. Jetzt angeln wir aber erstmal eine Nacht, vielleicht auch 2 Nächte hier und dann nochmal eine Nacht am Fluss. Weil wir am Fluss angeln wollten, habe ich auch extrem leichtes Equipment mitgenommen. 2 Lipruten, nicht optimal für so einen Baggersee, weil ich hier doch ein bisschen weiter werfen möchte, um einfach mal auszuloten, wie es hier unter Wasser aussieht, weil ich habe überhaupt gar keinen Dunst. Was wir da haben? 6-7 Hektar vielleicht nur 4. Wir haben uns jetzt wirklich einfach nur auf die windangewandte Seite gesetzt. Sitzen hier wirklich jetzt direkt press im Wind. Probieren es einfach mal aus, legen 2-3 Pop-Ups raus und dann gucken wir einfach, ob da was passiert heute Nacht. Ich habe auch 1 Kilo Maden noch im Angelladen vorhin gekauft. Die werde ich vielleicht ein bisschen PVA-Bag mit reinpacken und dann mit der Pop-Up-Route einfach rauswerfen. Jetzt mache ich nur 3-4 Testwürfe, um einfach zu sehen, wo ist Kraut, wo ist vielleicht Holz oder irgendwas, um einen guten Platz zu finden und dann kommt dann da auch direkt die Route drauf. Weicher Boden. Das Ziel für heute ist wie immer nicht zu blenken und irgendwas zu fangen. Wir kämpfen heute mit allen Mitteln. Deswegen haben wir auch 1 Kilo Maden dabei. Da mache ich mir jetzt einen schönen, soliden PVA-Bag. Schön viel Maden rein. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass man PVA-Material verwendet, was schön feinmaschig ist, sonst flüchten die relativ schnell. Und auch ganz wichtig, dass man sie nicht zerdrückt, weil sonst löst sich das PVA auch relativ schnell auf. So geht es perfekt. Es lockt natürlich auch viele Brassen an, aber genauso auch den Karpfen. Das kommt jetzt direkt raus. Perfekto. Ja.
Ich halte es hier auch ganz simpel und angel nur mit Naked Shot Rigs und auffälligen Pop-Ups. Das Einzige, was mir da wirklich wichtig ist, ist, dass das Shot Rig vom Blei getrennt bleibt durch einen Wirbel, den ich einfach anknote und dann nochmal an einem extra Schnurstück das Blei fixiere. Und das wandert jetzt hier 20, 30 Meter raus. Dann schauen wir mal, ob sich da der Karpus versteckt. Tatsächlich noch die Sonne rausgekommen. Hier lässt sich's auf jeden Fall aushalten. Ich werde mich jetzt schön in die Sonne legen und pennen, wenn ich's beißt, auch nicht will. Geil. Die Route kommt jetzt aber erstmal noch in einem kleinen kurzen Chotrick direkt hier an die Uferkante. Oh, da ist flach. Da ist es flach. Schneller als erwartet, aber direkt abends jetzt im Sonnenuntergang hat der erste Fisch gebissen. Juhu. Jawohl! Juhu. Kein großer, aber auf jeden Fall ein absolut makelloser Schuppi hier im letzten Licht. Und für mich auch der erste des Jahres. Ich bin so gut wie gar nicht zum Angeln gekommen bis jetzt, vor lauter Vorbereitung für die Kinotour. Aber der hier freut mich jetzt besonders. Das ist einer, Junge! Please game. Also, wenn das früher so startet, mit Wasser in den Badschuhen, aber einem richtig schönen Fisch in den Armen. Heieiei. Vor einer Woche hat es noch krass gefroren. Und jetzt sitzen Felix und ich hier am See und fangen richtig schöne Karpfen. Am Donnerstag geht es wieder nach Leipzig ins Kino. Ach, es ist lebensschön. Schon wild, wenn man am neuen Gewässer ankommt und in der ersten Nacht 3, 4 oder 5 Bisse kriegt. Ist bei mir auch einer rausgelaufen. Wohl noch eine Brasse gefangen. Das ist jetzt aber definitiv keine Brasse. Falls doch, ist es eine gute. Monsterbrasse XXL. Big Bram. Big Cream XXL. Junge, ich bin so müde. Ich
knackt die 10 Kilo. Ja, der hier kann sich sehen lassen als erster Fisch aus dem neuen Gewässer. Hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Der hat so richtig verkümmerte Flossen vorne. Horniges Kraut hier. Richtig schöner Fisch. Der kleine Wilde, der hat sich ganz schön verausgabt, gut gekämpft, richtig gut gekämpft, vor allem mit den Zweilebruten. Die Fische stehen hier richtig auf der Kante. Besser hätte es nicht laufen können hier. Sind halt auch alle voller Fischegel, heißt, die bewegen sich nicht viel, aber fressen schon ein bisschen. Für uns ist jetzt langsam Zeit zusammenzupacken, weil gestern war der Wind hier noch voll reingestanden. Er drückt jetzt immer noch hier rein in die Bucht, das ist schon mal gut, aber lang nicht mehr so stark wie gestern. Einmal noch ein paar Worte kurz zu unserer Taktik. Ich habe es gestern schon mal kurz erwähnt. Wir sitzen hier wirklich an einem sehr langen Baggersee, wo in eine Ecke einfach der Wind reindrückt. Wir hatten vorher keine Kenntnisse über den Fischbestand, genauso wie über die Beschaffenheit des Gewässers. Wir haben uns lediglich nur über Google Maps so ein bisschen den See angeguckt und da war einfach klar, okay, das ist ein langes Quadrat und der Wind drückt in die eine Ecke, okay, wir setzen uns in die Ecke. Und das hat auch richtig gut funktioniert. Wir haben dann mit ein paar Testwürfen rausgefunden, wie tief und wie schnell die Kante hier abfällt und haben dann einfach zwei Ruten jeweils, oder wie Jakob zumindest nur eine sogar, auf dieser Kante platziert. Und das ist richtig gut aufgegangen. Das kann natürlich nicht immer so gut funktionieren, aber in dem Fall hat es jetzt perfekt gepasst. Also so ist das optimale Beispiel dafür, wie man im Frühjahr vorgeht. Wir haben auch wirklich gar kein Futter verwendet. Wir haben vielleicht 5-6 Boilies den Pop-Up hinterhergeschossen mit der Zwille. Und ja, da ist der Plan auf jeden Fall aufgegangen. Ist nicht immer so. Man kann hier auch jetzt um diese Jahreszeit auf jeden Fall noch ordentlich viel blenken. Gerade jetzt, wenn das Wasser noch 5 Grad hat, ist noch ordentlich kalt. Die Fische sind noch lethargisch. Man sieht es richtig an den Flossen. Da sind überall noch Fischegel dran und das ist immer ein Zeichen, dass die Fische sich einfach noch nicht so viel bewegen und viel starr auf der Stelle stehen. Aber ja, wir sind auf jeden Fall happy. Wir drehen jetzt die Routen noch raus, bauen hier alles zusammen, fahren weiter an den Fluss. Da wird es dann einen River Vlog geben als nächstes. Das seht ihr aber dann auch im nächsten Video. Also abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.